Also, wie angekündigt, wir hatten hier eingeladen, alle Stadtfraktionen mit uns über den Nulltarif zu sprechen. Es sind ja eine ganze Menge da im Stadtparlament drin. Eine Partei, glaube ich, hat es nur im Wahlprogramm sogar, den Nulltarif, und macht sogar schwer Wahlkampf jetzt auf Hessenebene. Die ist aber auch offenbar nicht hier. Aber eine Partei ist gekommen. Welche? Ja, die SPD. Ich bin Christian Heimbach, Sprecher der SPD für Verkehr, Plan, Bauen und Umwelt. Und bei uns stand es auch im Parteiprogramm, aber nur sehr indirekt, weil ich wollte es eigentlich noch viel direkter drin haben. Also hier in einem Gießener Parteiprogramm? Ja, genau, im Gießener. War bei der letzten Kommunalwahl. Da hatten wir es drin. Okay. Und du wolltest, bist tatsächlich ein Anhänger des Nulltarifs? Ja, aber unter gewissen Bedingungen. Also das große Problem ist ja letztendlich die Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs. Das ist eine Frage, wie verteilen wir das Geld, wie verteilen wir die Steuern in diesem Staat? Und es ist ja sehr eindrücklich, dass der motorisierte Individualverkehr, abgekürzt MIV, dass der ja extrem steuersubventioniert wird von uns allen. Also wenn ich auf der Autobahn fahre, die linke Spur, das sind alles Geschäftswagen, die sind alle steuerfinanziert, würde man allein dieses Geld nehmen, könnte man die Kommunen mit dem öffentlichen Nahverkehr massiv unterstützen. Anderes Beispiel, 1,3 Milliarden Steuern sind uns flöten gegangen durch den Dieselskandal. Dieses Geld wird von keinem Automobilbauer zurückgefordert. Das heißt, wir hätten im Gesamtetat unserer Gesellschaft schon Geld für den öffentlichen Nahverkehr, der entgeltlos ist. Nur das Problem jetzt für eine Kommune wie Gießen ist, das Ganze zu finanzieren. Aber es gäbe schon Möglichkeiten, aber die müssen auf Bundesebene geschaffen werden. Nun ist es aber ja häufig so, dass die Bundespolitik erst dann sich bewegt, wenn tatsächlich ziemlich viele sich auch äußern. Und wenn Gießen jetzt sagen würde, wir wollen das, das war jetzt zum Beispiel, die Bundesregierung hat ja diesen seltsamen Brief geschrieben, das war eher ein Ablenkungsmanöver, aber es gab ja einen Effekt. Und der Effekt war, dass mehrere Städte sich gemeldet haben, wir wollen das auch. Ja. Warum nicht Gießen? Naja, wenn wir es jetzt machen würden, unsere Busse reichen ja jetzt schon gar nicht. Also das Problem ist ja, dass der öffentliche Nahverkehr in Gießen, und das ist in der Tat ein Versagen der letzten 20 Jahre, stehen geblieben ist auf dem Stand von 1975. Da hatten wir aber noch 10.000 Einwohner weniger. Und das Problem ist, dass wir in dieser Gesellschaft immer davon ausgehen, jeder fährt mit dem Auto. Und das Problem ist, wir haben nicht kontinuierlich aufgestockt, aber wir haben auch nicht das Geld. Gießen hat in seinem Etat enorme Kosten für soziale Ausgaben, allein im Bereich Jugendhilfe, Kindergarten. Wir wissen nicht, woher das Geld nehmen. Also wir haben jetzt zum Beispiel die Linie 5 wird verstärkt. Ein Bus kostet 160.000, 170.000 Euro. Eine neue Buslinie kostet übers Jahr, also permanent, 1 Million Euro. So, jetzt haben wir noch das große Glück, dass die Gießener eigene Verkehrsbetriebe haben, also die Stadtwerke. Das gibt es ja ganz selten. Wir kämpfen permanent gegen Billigunternehmen, die übrigens mit Dreckdieseln hier durch die Stadt fahren. Das sind die privaten, Erletz und Co. Man sieht das in der Neustadt, höchste Schadstoffbelastung durch diese Busse. Wir haben ja Mühe, die draußen zu halten. Wenn die hier erstmal reinkommen, dann wird das noch gravierender. Aber eine Linie kostet 1 Million Euro. Und wo nehmen wir das Geld her? Das müssen wir irgendwo hernehmen. Und meine Idee wäre ja, man würde auf Bundesebene den Kommunen das erlauben, was in Frankreich erlaubt ist. Da dürfen nämlich Kommunen eine Verkehrs- oder Mobilitätsgebühr erheben. Das heißt, wir würden sagen, jeder Gießener, der hier eine gewisse Menge Abgeld verdient, also jetzt nicht Menschen in prekären Verhältnissen, Hartz IV oder Rentner oder Schüler oder Jugendliche, zahlen eine gewisse Abgabe, wie so eine Grundsteuer oder sowas. Und dafür könnten wir natürlich den öffentlichen Nahverkehr wesentlich besser organisieren. Aber wir haben als Stadt kaum Möglichkeiten. Wir können noch nicht mal verbieten, dass andere Unternehmen mit Gasbussen, also denen das vorschreiben. Wobei ja der Eindruck jetzt schon ist, dass die Diskussion, so wie sie in Gang gekommen ist, überraschend viel Unterstützung findet. Das fand ich schon so bei diesem mysteriösen Nulltarif-Flyer hier. Ja, der war so witzig. Wie viele Leute das gut fanden. Ja, und bei dem Aktionsschwarzfahren kriege ich das ja auch häufig mit, wie viele Leute das gut finden. Und dann kam dieser Brief von der Bundesregierung und da hatte man schon den Eindruck, wenn jetzt so ein paar Städte reingehen und sagen, hey, wir wollen das, dass man da was bewegen könnte, denn das Geld ist ja tatsächlich da. Ja, aber wenn man guckt, welche Städte das sind, hier zum Beispiel jetzt auch Wiesbaden, die haben ja Geld. Man kann das ja nicht vergleichen, wenn Bad Homburg sagt, wir machen das. Ja, das ist doch kein Wunder, weil die einfach das Geld haben. Gießen ist
eine arme Stadt und das kommt durch die Strukturen. Ja, wobei, wenn du dir die, also ich fände es ja mal schön, wenn wir mal zusammen, vielleicht kann man mal so einen Trupp zusammenstellen, nach Dünkerk fahren. Ja, das ist eine Nulltarifstadt, die genauso groß ist wie Gießen. Weil die, das, du hast Arte, da war das in der Sendung. Ja, genau. ZDF, aber egal. ZDF, ja. Die haben aber die Möglichkeit von der kommunalen Gesetzgebung, die haben die Freiheit. Und da ist das Spannende ja auch gewesen, dass die gar nicht das, eine Umlage machen, dass die Bürgerinnen das bezahlen, sondern die, die am meisten davon die Nutznießerinnen sind. Das werden die Kräfte hier sein, die Dienstleister hier sein. Das sind die, die eigentlich am meisten von so die Nutznießer sind. Ja, das ist richtig, aber das Problem ist, wir haben ja kaum die Möglichkeiten. Also wenn ich jetzt über Gießen nachdenke, allein in Gießen sind in den letzten Jahren der Einzelfahrschein ist um 30% teurer geworden und die Parkgebühren sind bis letztes Jahr alle gleich geblieben. Über 15 Jahre. Ich meine ganz ehrlich, wir müssen auch dahin kommen, das Autofahren in der Stadt unattraktiv zu machen, aber gleichzeitig, und das ist der Trick, den öffentlichen Nahverkehr zu verbessern. Aber das geht nur mit Geld. Wenn ich langfristig denke, dass wir irgendwann mal den Nulltarif machen, natürlich finanziert über die Mittel, die auch jetzt im Verkehr drin sind. Das ist diese, das müssen eine Umverteilung statt. Ja, genau. Ja, dann brauchen wir aber ja hier in Gießen tatsächlich viel leistungsfähigere Verkehrssysteme. Ja, sicher. So ganz ehrlich traue ich dem Bussystem das nicht zu. Naja, also fangen wir jetzt, wenn wir jetzt da verschiedene Neubaugebiete machen, bei ehemaliges US-Depot, das hat ein Schienennetz sogar drin. Ja, aber wäre, das geht in die falsche Richtung. Nein, für, ja, das ist kompliziert. Für eine Regiotram-Idee, wir haben ja diesen Plan mit der Verkehrsstruktur, du wirst ja vielleicht kennen, mit 4 Straßenbahnlinien und die benutzen ja gerade die vorhandenen Strecken und das ist gar nicht so schlecht, dass die aus der Vogelsbergbahn auskoppelt, da reinfährt und jetzt müsste man die verlängern durch die Innenstadt. Das ist natürlich eine Riesenbaumaßnahme, aber die würde die Leistungsfähigkeit bringen, denn die Straßenbahn ist das mit Abstand leistungsfähigste System pro Person und Zeiteinheit, Leute zu transportieren. Aber ich meine, wir müssen das ja sehen, was möglich ist. Ja? Und möglich sind natürlich, dass wir die Buslinien verstärken. Das ginge ja. Wir brauchen aber einen ganz neuen Plan. Wir haben seit Jahren immer denselben Plan, an dem wurde nur rumgefrostelt, aber nie grundsätzlich überdacht. Die Linie 1 ist viel zu lang. Das ist ein Riesenproblem. Wir bräuchten so eine Unischnellbahn, die kommt ja jetzt auch mit dem Bus. Aber ich denke, mit den Bussen ist es für uns mittelfristig, also wir könnten hier nie Schienenbaumaßnahmen, das kann keiner finanzieren. Es sei denn, es gibt Bundesprogramme. Ja, genau. Dann wäre das sicher kein Problem. Aber dann würde ich ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt zum Beispiel wegen dieser Citybahn am RKH-Gelände, da wo jetzt gebaut worden ist, haben wir extra das hintere Dreieck freigelassen für eine eventuelle Haltestelle. Das heißt, wir haben ja eigentlich von der Licher Straße aus, haben wir ja schon einen Stadtzug. Gießen hat es eigentlich einfach, weil es ein sternförmiges Bahnsystem hat. Für eine Regiotram-Geschichte, wie es Karlsruhe und Kassel ja schon haben, wäre Gießen prädestiniert. Karlsruhe und Kassel, das kann man. Gießen ist. Das ist das Problem. Vielen Gießen ist nicht klar, wie viele finanzielle Probleme wir haben, ja? Wie viel Armut wir in der Stadt haben. Und wir müssen riesen viel Geld in den Sozialhaushalt, das wollen wir ja auch, in den Sozialhaushalt. Das ist das Problem. Man kann Gießen nicht. Noch nicht mal mit Marburg vergleichen. Die haben eine viel höhere Steueraufkommen, viel höheres. Gießen hat eine geringere Steueraufkommen. Aber wir sind uns ja einig, dass die Mittel ja auch im Moment für die Pendlerpauschale, für die Dienstwagenpauschale, das sind Milliarden. Das sind die von der Bundesebene, die müssten kommen. Wir sind ein Autoland. Und ja, genau. Aber wir haben die Städte, die jetzt sich zu Wort melden, man kann das über die Parteistrukturen machen, der Deutsche Städtetag, der Städte- und Gemeindebund, das sind ja Möglichkeiten, die könnten ja da einsteigen, aber die wimmeln natürlich wie immer ab oder warten ab. Da, also ich finde, mit so einer Aussage von Gießen, wir wollen den Nulltarif und Hanau verhandelt mit Kreis Groß-Gerau, verhandelt mit dem RMV, wann sitzt Gießen da am Tisch? Ja, wir müssen meines Erachtens, aus dem RMV raus, weil wir davon gar nicht viel profitieren. Wir müssen einen mittelhessischen Verkehrsbetrieb gründen mit Wetzlar und Marburg. Das ist ja das Problem. Die meisten Fahrten, die abgerechnet werden, zum Beispiel über die Studenten, das sind Fahrten nach Frankfurt, wir kriegen ja gar nicht so viel Geld daraus. Also das müssten wir uns auch mal überlegen, ob wir nicht mit Marburg und Wetzlar einen Verkehrsverbund gründen. Und dann Nulltarif. So einen mittelhessischen, ja. Es ist immer eine Frage, wie man das finanziert. Ja, aber wenn ich mir angucke, was jetzt hier passiert zum Beispiel, wir werden das Einzige, wo richtig viel Geld ausgegeben wird, ist ein Autobahn- und Bahnparalleler Straßenausbau, nämlich die B49 Richtung Grünberg. Da werden die Millionen versenkt, statt diese Linie schon mal zu einer Regiotram-Linie auszubauen. Da müssen wir noch ein anderes Problem ansprechen.
Wie kann ich einen Menschen bewegen, von seinem bequemen, privaten Pkw umzusteigen? Ich fahre fast nur Fahrrad, ich fahre 4000 Kilometer Fahrrad im Jahr. Ich habe zwar ein Auto, das benutze ich aber extrem selten. Wie kann ich einen dazu bewegen, Fahrrad zu fahren oder Bus zu fahren? Weil das Auto ja extrem viele Vorteile hat. Und ich kann nur das Verkehrsverhalten oder Mobilitätsverhalten der Menschen ändern, wenn sie ihr Verzicht aufs Auto nicht als Verzicht empfinden, sondern als Gewinn. Genau, aber deshalb, also die Nulltarifstädte, ja? Die Verkehrsbetriebe haben... Endlich sagt einer was, ja? Ja, oder wenn es gute Angebote gibt von der Stadt oder von der Politik oder die das attraktiv machen, dass man eben auch den öffentlichen Nahverkehr nutzt. Und davon profitieren ja im Grunde alle, weil alle leben in dieser Luft, alle leben in diesen Umweltgütern, die wir hier haben. Also deswegen... Ja, das ist vollkommen richtig. Aber wie gesagt, das Blöde ist halt, wie finanziere ich das? Und ich sehe es jetzt mal aus Sicht der Stadt. Wir müssen jetzt 1 Million aufwenden. Wo kommen die her? Jetzt haben wir zum Glück die Stadtwerke, ja? Das heißt, weil das ein eigener Betrieb ist, können wir ja intern verrechnen. Wir hätten sonst auch nie diese Schwimmbäder in Gießen, die wir haben. Das können sich viele Kommunen gar nicht leisten. Das geht nur, weil unsere Stadtwerke mit Energie so viel verdienen, dass man das quasi dann quersubventionieren kann. Und so ähnlich ist es ja auch beim Bus. Wir machen jedes Jahr 2 Millionen Euro Minus im öffentlichen Nahverkehr. Ohne Investitionen, jedes Jahr 2 Millionen. Und das ist das große Problem. Aber das Problem ist, auf einer Bundesebene, wir sind eine Autostadt, ein Autoland, und da wird, solange die Automobilindustrie immer noch denkt, sie produzieren Autos und nicht Mobilität, haben sie es nicht begriffen. Das ist genauso mit den großen Energieversorgern. Die haben jahrelang nicht begriffen, dass das nicht funktioniert, also E.ON und RWE. Und jetzt sieht man ja, was passiert ist. Und so ist es mit den Autobauern. Und da die so viel Geld verdienen, auch in China und anderen Ländern, in denen das Thema sich so nicht stellt, warum sollten die hier was ändern? Und da braucht man Politiker, die, sage ich auch mal, dann den Mut haben, aber die auch in der Lage sind, die Bürger mitzunehmen. Na, ich glaube, also die Nulltarifquote ist ja gar nicht so schlecht. Und wenn ich mir jetzt überlege, was da diskutiert wird, dass wieder irgendwelche Diesel umgerüstet werden, eventuell mit Steuermitteln, da werden Milliarden reinfließen. Völlig, ja. Dafür kann ich einfach sagen, alle, die so einen Diesel haben, bekommen schon mal als erstes eine Jahreskarte. Statt sollen ihr Ding verschrotten, bekommen eine Jahreskarte. Und ich kann mich mit einer ganzen Menge solchen Sachen Stück für Stück durchhangeln. Aber was ich fürchte ist, die werden wieder Milliarden rauskloppen für ein Verkehrssystem in die falsche Richtung und dann hinterher sagen, wir haben aber kein Geld für das Richtige. Ja, siehe E-Mobilität. Ja, das auch so ein Ding. E-Mobilität ist in meinen Augen, hat seine Berechtigung in Nischen. Also wenn die Post diese Transporter baut, wenn wir es in Gießen hinbekommen würden, dass jeder Paketdienst einen E-Transporter fahren muss, also gar nicht, weil die verpesten wahnsinnig die Umwelt, weil immer Stop and Go, Stop and Go. Wenn wir das, da ist E-Mobilität sinnvoll, natürlich im Bereich E-Bike, aber wir dürfen eins nicht vergessen, diese Illusion, dass wir genauso wie mit unseren momentanen Benzin- oder Dieselbetriebenen PKWs, genauso mit E-Mobil fahren, ist eine Illusion. Warum? Die Batterietechnologie benötigt seltene Erden. Wir haben in den letzten 30, 40 Jahren so viele Kriege geführt um uns Öl. Und wir leiden ja heute unter den globalen Folgen dieser Kriege, ja? Wir werden dasselbe um die seltenen Erden machen. Die Teams sind schon unterwegs und suchen nach Lithium, ja, überall. Genau. Ja, wo kommt denn das Lithium her? Aus dem Kongo. Bürgerkriegsland, Kinder. Ja. Ja, und kann man gleich noch Waffen verkaufen. Ja, aber genau das ist das Problem. Und da sieht man ja, dass auch das eine Scheindiskussion ist. Ich halte von der E-Mobilität wirklich nur in bestimmten Bereichen macht es Sinn. Aber den Rest müssen wir durch den öffentlichen Nahverkehr ausgleichen. Und wo das Geld herkommen soll, ich weiß es noch nicht. Wir in Gießen, wir geben wirklich unser Bestes. Und jetzt sind wir ja auch dran. Bitte? Naja, die Stadt muss halt das Geld irgendwo herbekommen. Ja? Naja, also ich bin ja schon der Meinung, der Autoverkehr verursacht wesentlich mehr Kosten als der Fußgänger- oder Radverkehr. Also ja. Und dieses Umsteigen, es ist ja so, dass die Verkehrsbetriebe selber alle immer gesagt haben, wenn wir den Nulltarif kriegen, dann steigen so viele um, das leisten die gar nicht. Dann gucken wir in Städte, die den Fahrradverkehr fördern, Münster, versucht gerade die Fahrradquote von 40% auf 50% zu heben. Das heißt, jetzt ist dort schon das Fahrrad das meistbenutzte Ding. Ja. Aber die Stadt sieht auch anders aus. Also auf unserem Verkehrsutopieplan sind ja auch mehrere Fahrradstraßen drauf. Auch das brauchen wir. Gesperrte Straßen, wo keine Autos mehr fahren, wo man nur Fahrrad fahren kann, sternförmig nach Gießen rein. Dann fahren die Leute auch Fahrrad. Aber unter den jetzigen Bedingungen ist das auch nur sehr begrenzt zu empfehlen, hier Fahrrad zu fahren. Naja, ich bin Berufsradfahrer, aber das kostet schon Nerven und auch sehr viel Selbstbewusstsein, das ist richtig. Mama, Foto! Aber jetzt ganz im Ernst. Mama, Foto!
eine Partei wie die SPD, wir sind in einer Koalition mit einem anderen großen Koalitionspartner und das ist halt viel schwieriger geworden. Vorher war das noch einfacher. Das ist extrem schwierig. Also alleine hier in Gießen mal deutlich zu machen, ich träume immer davon, dass wir es in Gießen mal hinbekommen, und so, das wäre was für euch, eine Demo zu machen, dass Fahrradfahrer alle einen bezahlbaren Parkplatz besetzen. Wie in Amsterdam. Nein, es gibt sowas. In anderen Ländern, Dänemark kann ich. Also wir machen gleich eine kleine für alle, die noch einsteigen wollen. Ich lade dich auch ein. Im Anschluss hieran machen wir eine kleine Fahrraddemo rund um den Anlagenring und werden Plakate verteilen, bin mal kurz beim Bäcker. Also wir entwickeln gerade zurzeit eine Menge von kreativen Aktionsformaten. Das ist ja auch unser Ding so. Und eines ist, dass wir in Zukunft, so wie die Autofahrer, mal kurz auf dem Fahrradweg halten, den Autoverkehr hier zum Stillstand bringen, indem wir ab und zu mal unser Fahrrad auf der Straße parken mit einem Schild, bin kurz beim Bäcker. Ja, oder einfach mal einen Parkplatz besetzen, da auch 50 Cent reinwerfen und sagen, so, hier steht jetzt mein Fahrrad. Wenn wir das mal in der Johannesstraße machen würden, wo manche Leute dreimal im Kreis fahren, bis sie einen Parkplatz kriegen, das wäre auch mal eine lustige Aktion. Ja, ja. Also es gäbe viele Möglichkeiten. So sieht das in Münster ja auch aus, dass einfach ganz viel der Autoinfrastruktur umgewidmet worden zur Fahrradinfrastruktur und das kann Gießen auch selber machen. Also da muss man nicht warten. Ja, das ist halt politisch nicht immer das so einfach, je nachdem, mit wem man regiert. Ja? Also, das mag ja sein. Meine, ich finde das gut, ihr seid quasi Lobbyisten und Fantasten, das finde ich auch gut, aber ich bin leider auf dieser Seite, dass ich auch immer weiß, was kostet und dann hat man Kompromisse, aber ja, wieso Fantasten? Nichts gegen Fantasten. Also Fantasten finde ich wichtig, das braucht man. Ja, man darf bei Fantasien nur nicht so denken, dass das nicht geht, weil ich finde, hinsichtlich des Schutzes der Umwelt, einer lebenswerten Stadt oder sowas, sind wir die einzigen Realisten. Nee, das stimmt nicht. Also das würde ich für mich auch beanspruchen, weil ich feiere. Ja, denn wir habe ich ja jetzt, also immer, wir, die wir auf Fahrrad und auf ÖPNV setzen wollen, sind die einzigen Realisten. Denn diese Autobahn, denn macht die ganze Stadt kaputt. Man kann dort, wenn man nicht gerade in der Fußgängerinnenzone, man kann seine Tiere, man kann seine Kinder nicht einfach rumlaufen lassen und so weiter und so fort. Dass Straßen als Lebensräume, das sind ja Lebensräume, urbane Lebensräume, entwertet werden durch den massiven Autoverkehr. Bestes Beispiel, Neustadt, untere Bahnhofstraße. Da hatten wir jetzt ja dieses Poser-Rennen. Ja, also da fahren, echt, das war an der Westanlage, da wo früher C&A war. Und das sind Poser, die fahren da wirklich im Kreis, jeden Tag. Ich fahre ja nicht mehr Fahrrad, ich kriege das mit. Ich habe schon vor 2 Jahren gesagt, wir müssen die Durchfahrt schließen, bevor das alte Kino war. Dann ist Schluss. Jetzt ist der Unfall passiert und jetzt ist das Geschrei groß. Das heißt, wir müssen auch sehen, dass wir Straßen aufwerten. Die neue Boye ist völlig entwertet durch den Autoverkehr. Parksuchverkehr ohne Ende, da sind vielleicht 40 Parkplätze. Ständig wird gedreht, ständig wird gehalten, für Radfahrer lebensgefährlich. Aber es geht nicht mehr das, was ich möchte. Nein, deshalb brauchen wir öffentliche Aktionen. Ja. Dann kriegen auch die paar Parlamentarier, die das auch so sehen, ein bisschen Rückenwind. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Mehrzahl solcher guten Ideen zunächst auf der Straße erfochten wird. Und dann werden wir sehen, was sich halt durchsetzen lässt. Aber ich würde trotzdem es gut finden, wenn die Stadt Gießen, selbst wenn sie es nicht eigenständig umsetzen kann, wenn die Stadt Gießen hergehen würde und die Aussage machen würde, wir wollen den Autoverkehr rausdrängen, wir wollen eine Fahrrad- und Nahverkehrsstadt mit Nulltarif werden. Ja, aber so gibt's doch jetzt. Demnächst gibt's das. Ja, aber was ich noch sagen, die Autos rausdrängen, man muss vorsichtig sein, man muss mit den Menschen die Politik machen, man kann nicht gegen die Leute Politik machen. Und wenn ich jetzt diesen Satz, wenn ich den jetzt hier den Geschäftsleuten sage, die muss ich auch alle mitnehmen. Ich muss die Geschäftsleute, wenn die nicht mitgehen, funktioniert's nicht. Ja, aber die Geschäftsleute waren auch damals dagegen, als die Fußgängerinnenzonen eingeführt wurden. Und wir müssen die Geschäftsleute mitnehmen nach Dünkerk. Ja. Und da werden die Geschäftsleute sagen, Leute, das war für uns total super, der Nulltarif. Es konnte uns gar nichts Besseres passieren. Ich habe letztens selbst im Bioladen hier geredet. Auch die waren gegen unseren Nulltarif. Ja, die haben die ganzen SUVs da stehen. Genau, also inzwischen gehen ja die Reichen in Bioläden und die wollen halt Autoanbindung. Ja, das so, ist schon klar. Und dann habe ich denen aber auch gesagt, ihr wollt, dass eure Kunden zu euch kommen und ihr würdet erleben, wenn es den Nulltarif gibt, dass dann die Leute tatsächlich nicht mehr mit dem Auto, sondern mit den dann viel besseren Verkehrssystemen kommen und zwar mehr als vorher, weil die
Den Schaden davon haben sind meistens die Dinger auf der grünen Wiese und die Innenstädte werden wieder belebt. Ja, aber die Geschäftsleute selber tun sich ja schon schwer, allein mal so eine Ermäßigung zu gewähren, damit die Leute in den Parkhäusern parken können. Also hier in Gießen, im Innenstadtring, muss man ja überhaupt nicht Auto fahren, wir haben überall Parkhäuser. Aber da tun sie sich schon schwer. Oder wenn Sie die BITS fragen, Neustadt, Bahnhofstraße. Nee, es gibt hier keinen Handlungsbedarf. Also das ist nicht so ohne. Das ist ein schwieriger Punkt. Also ich finde es gut, wenn ihr das anstoßt auf diese Weise. Ich fand auch diesen Flyer sauwitzig. Aber das ist ein harter, langer Weg. Und ich kann nicht gegen die Leute gehen. Das funktioniert nicht. Sie müssen das Gefühl haben, mein Leben wird besser, wenn ich aufs Auto verzichte. Ja, aber nicht den allerletzten. Also das brauchen wir nicht. Nicht den allerletzten, sondern aber die Mehrheit. Die Zustimmungsquote zu Nulltarif ist schon extrem groß, auch die Zustimmungsquote. Ja, aber das wird nie gesagt, was es kostet. Ich meine, verliert man mehr Wählerstimmen als... Bitte was? Durch Nichtstun verliert man mehr Wählerstimmen als die ganze Zeit irgendwie darauf zu hoffen, es allen recht zu machen. Nee, man kann es nicht allen recht machen. Das geht nicht. Aber ich muss die Leute mitnehmen. Wenn man was funktioniert nicht. Glaube ich, dann ist die Leute auch positiv zu merken. Ja. Ich traue mir immer eine ganze Menge, aber das ist nicht immer so einfach. Ja? Also ich kann immerhin sagen, eine Straße ist autofrei durch mein Engagement. Und wenn ich morgen sterbe, kann ich das auf meinen Grabstein schreiben. Nämlich die Jonette Leingasse, die wir ohne mein Engagement würden da jetzt Autos fahren. Es geht schon, aber es ist sehr, sehr schwierig. Gut, also dann bleibt der Aufruf an alle, die das jetzt hier hören, mitzumachen bei dem Ringen um einen Nulltarif, autofreie Innenstadt, Fahrradstraßen und so weiter. Unter anderem Handlungsmöglichkeiten, gleich eine Fahrraddemo. Wir gehen jetzt hier weiter Richtung Selterstor und dann starten wir direkt. Morgen, 9 Uhr, Landgericht Gießen. Strafprozess wegen Aktionsschwarzfahren. Das ist ja auch eine relevante Idee, wenn es möglich ist, straffrei schwarz zu fahren, wenn man dann das auch noch demonstrativ macht und Nulltarifflyer verteilt, hätten wir eine Öffentlichkeitsform, wenn in jedem Bus dafür geworben wird, das würde richtig Wirkung haben. Und morgen Abend laden wir ein, 19.30 Uhr im Antiquariat Gutschrift, da informieren wir nochmal über den Sinn und Unsinn des Nulltarifs, gibt es einen kleinen Film und wir stellen auch unsere Verkehrsutopie Gießen den Plan vor. Also wer Lust hat, da hinzukommen, kann das gerne machen, Terminflyer habe ich auch dabei. Danke sehr und ruhig noch eine Straße hinkriegen.